Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem COFAS Live-Webinar im Juli. Wir freuen uns sehr, dass trotz Ferienzeit so viele von Ihnen sich angemeldet haben und dabei sind. Und wir werden uns heute ganz intensiv dem Thema Wirtschaftsauskünfte und Informationen von COFAS widmen. Und ich freue mich sehr, dass wir eine illustre Runde an Experten da haben. Das sind einmal die Kollegen aus dem Bereich Business Information, Stefan Nehls, Bernd Augsten und Max Frei. Und als Special Guest dabei heute ist unsere Volkswirtin Christiane von Berg. Denn Teaser, das, was sie betreibt, können Sie tatsächlich innerhalb der Wirtschaftsauskünfte auch kaufen. Wie das alles funktioniert, welche Vorteile es bietet, das zeigen Ihnen die Kollegen. Und Sie selbst können natürlich auch gerne sich aktiv beteiligen an unserem Webinar. Das Ganze funktioniert ganz einfach. Sie sehen in Ihrem Bildschirmrand rechts das Menüpanel und da gibt es die Option Fragen. Sollten Sie also eine Frage haben, etwas genauer wissen wollen, dann tippen Sie die direkt da rein, also gerne auch während das Webinar läuft. Und ich schaue mir die an und am Ende des Webinars werden wir dann hoffentlich so viele Ihrer Fragen wie möglich beantworten. Sollten wir das aus Zeitgründen nicht ganz schaffen, kein Problem, dann melden wir uns individuell im Nachgang nochmal bei Ihnen. Und damit übergebe ich auch direkt an Stefan und wünsche viele interessante Informationen und ein gutes Webinarprogramm. Bis später. Dankeschön, Annette. Auch ein herzliches guten Morgen von meiner Seite. Wir sind über 300 Teilnehmer hier in diesem Webinar und Annette hat schon gesagt, es ist, glaube ich, in der Ferienzeit ist das, glaube ich, wirklich beeindruckende Zahl. Vielen Dank dafür. Wir wollen Sie heute ein bisschen tiefer mit reinnehmen und Fabian, wir können auf die nächste Folie gehen. Das letzte Webinar, da hatten wir ja das Thema, wir haben unseren Vollbericht gelauncht mit Urba 360. Und Sie haben damals schon gesehen, was wir für einen Content in diesem Bericht haben. Heute ist die Idee, dass wir ein bisschen tiefer Sie mitnehmen in die einzelnen Subscores. Aber nochmal vielleicht einen Schritt zurück, nochmal kurz zu COFAS im Überblick. Viele von Ihnen kennen COFAS. Wir haben heute auch einige Kunden wieder bei uns. Wir haben ein paar Broker mit bei uns und wir haben viele Interessenten bei uns, die sich vielleicht noch mit COFAS auseinandersetzen. Viele von Ihnen kennen COFAS aus unserem Kerngeschäft Waren Kreditversicherung. Dieses Geschäft betreiben wir als globaler Konzern seit ca. 75 Jahren, in Deutschland sogar seit 100 Jahren. Wir feiern dieses Jahr 100-jähriges Bestehen COFAS Deutschland. Und dieses Kerngeschäft Waren Kreditversicherung macht natürlich deutlich, dass man dieses Geschäftsmodell nur überlebt, wenn man, ich sage mal immer, Risk Manager by Nature ist. Ja? Genau wie Sie. Wir haben heute unheimlich viele Risk Manager auch hier in dem Call. Wir sind Risk Manager by Nature, ansonsten hätten wir diese 100 Jahre niemals erreicht. Deswegen will ich dieses Datum mal hervorheben und nochmal verdeutlichen, dass wir genau wie Sie Risk Manager sind. Und Sie sehen ein bisschen unter der Überschrift, so ein bisschen rechts, globale Führungsposition für den Handel. Wir managen circa in unserem Risk Management aktuell circa 700 Milliarden Exposure, Kreditlimite, Kreditzusagen. Und wie gesagt, das geht nur, wenn wir ganz dicht an den Risiken sind. Und damit kommen wir auch zur nächsten Folie. Genau, close to the risk. Es ist zwingend notwendig, dass wir, wenn wir die Risiken verstehen wollen, die unsere Kunden bei uns versichern wollen, wir müssen in den Ländern vor Ort sein. Wir müssen dort sein, um die Rechtsprechung zu kennen, die Kultur zu kennen, die Daten zu kennen, die Wirtschaft zu kennen, unsere Netzwerke aufzubauen. Ansonsten hätten wir keine Chance, wie gesagt, dieses Businessmodell zu überleben. Und es ist natürlich kommend aus der Perspektive einer Auskunftei, ist das natürlich auch ein Asset, was COFAS BI, COFAS Business Information mitbringt, dass wir dieses globale Netzwerk haben. Und aus diesem Netzwerk kommen natürlich auch wichtige Daten, was uns zur nächsten Folie führt. Das sind die Geschäftsfelder von COFAS, die fünf wichtigsten Geschäftsfelder. Und es sind natürlich auch strategisch wichtige Datenquellen. Ja, wir differenzieren ja immer zwischen generischen Auskünften von den üblichen Anbietern, die Wirtschaftsauskünfte anbieten. Ja. Diese kennen wir ebenfalls sehr gut, aber natürlich würden wir nie auf die Idee kommen,
ähnlich wie Sie als Risk Manager, dass wir mit diesen generischen Wirtschaftsauskünften unser Risikomanagement von 700 Milliarden Dollar managen würden. Das würde schiefgehen, weil wir mit diesen generischen Berichten viel zu weit weg von dem Risiko wären. Wir würden uns mit Bilanzen von 21 auseinandersetzen, mit Registerdaten, die vielleicht veraltet sind. Das können wir nicht, das können wir, dieses Wagnis können wir nicht eingehen. Daher brauchen wir auch unsere Inhouse-Quellen. Und Sie können sich vorstellen, was für Daten aus einem Factoring-Business kommen. Sie können sich vorstellen, was für Daten aus einem Inkasso, globalen Inkasso-Business kommen. Ja, wir bauen die Historie auf. Wir kennen Ihre Kunden sehr gut aus der Lieferantenperspektive oder aus der Kundenperspektive. Und dann kommen wir wieder mit den Daten in eine Richtung, dass wir unser Geschäftsmodell eben halt sehr erfolgreich managen können. Die nächste Folie, und das ist dann heute auch das Hauptthema. Diese Datenflut, die wir bekommen, die wir erheben und in Kombination mit den tausenden Kreditentscheidungen, die wir pro Tag treffen müssen, können wir nur managen, wenn wir komplexe Sachverhalte verdichten, scoren und in einer Zahl ausdrücken, damit entweder die Maschine eine echte Chance hat, das Risiko richtig greifen zu können, oder aber, dass wir den Underwriter, und davon haben wir weltweit über 400 Underwriter, die Großrisiken sozusagen noch mit ihrer Expertise versehen und dann entscheiden. Aber auch diese Underwriter müssen wir bestmöglich mit Informationen ausstatten, damit sie die richtige Entscheidung treffen. Und zu unseren Scores. Und ich fange mal links an. Wir haben Scores, wir haben Scorecards entwickelt für sehr komplexe, spezielle Themen. Das eine Thema ist das Country Risk Assessment. Da gehen wir heute mit Christiane von Berg ein bisschen tiefer rein. Was sind die Einflussfaktoren? Welchen Aufwand betreiben wir, um eine Länderrisikoeinschätzung abgeben zu können? Auf der rechten Seite steht Sektor Risk Assessment. Wir gucken uns bestimmte Branchen sehr intensiv an, weil wir eben halt verstehen müssen, wie ist das Branchenrisiko, wie ist die Perspektive. Und in der Mitte sehen Sie, und auch darauf gehen wir ein bisschen später drauf ein, das ist unser Oberscore, mit dem wir maßgeblich unsere 700 Milliarden Exposure weltweit managen. Und das ist ja auch wieder die Idee, die Coface BI hat, dass wir als Auskunftei uns in Richtung Kunden öffnen und die gleichen Tools, die gleichen Scores, die gleichen Services unseren Kunden zur Verfügung stellen, die wir intern unseren Underwritern zur Verfügung stellen. Und der DRA ist der Metascore, in den alles einfließt. Also der Country Risk Assessment und Sektor Risk Assessment könnte man auch als Subscores betrachten, die aber einzeln gestellt auch sehr interessant sind. Aber alles reflektiert sich letztendlich in dem DRA an. Und da gehen wir nachher auch noch mal kurz mit dem Bernd Augsten eine Stufe tiefer rein, damit Sie sehen, was alles dort noch mit einfließt. Aber Hauptthema ist heute wirklich noch mal, was sind die Einflussfaktoren, was ist der Input in die einzelnen Scores? Und ich würde jetzt übergeben an dich, Christiane, dass du uns mal ein bisschen tiefer mit reinnimmst in Länderrisiken und Sektorrisiken. Ja, vielen Dank, Stefan, sehr gerne. Hallo zusammen. Wie man sieht, ein kleines Featuring heute. Länder- und Branchenrisiken. Wir steigen mal direkt ein mit der Länderrisikokarte. Die dürftet ihr alle mittlerweile kennen. Wenn ihr mal an einem meiner Webinare teilgenommen habt, dann wisst ihr, dann könnt ihr die praktisch schon selbst malen. Es sind insgesamt 162 Länder, die wir covern, und zwar alle 4 Monate. Das heißt, diese Risikoeinschätzung machen wir alle 4 Monate. Nochmal für alle, was ist denn genau ein Länderrisiko? Ein Länderrisiko aus Sicht von Coface ist die theoretische Wahrscheinlichkeit des Ausfalls eines Exportkredites im Durchschnitt über ein Land bezogen, und zwar auf Sicht von 6 Monaten. Das heißt also, im Vergleich zu dem, was landüblich als Länderrisiko, Länderrating gesehen wird. Da möchte ich kurz den Unterschied klarstellen. Länderratings sind Bewertungen von offiziellen Ratingagenturen. Wir sind keine, eine Ratingagentur wie Standard & Poor's, Fitch etc. Und die beziehen sich auf die theoretische Ausfallwahrscheinlichkeit von staatlicher Verschuldung. In meinem Fall, ich bin zuständig für unter anderem den deutschen niederländischsprachigen Raum, wäre das dann für mich eine extrem leichte Aufgabe. Das würde bedeuten, wir sind alle im grünen Bereich, und dann kann ich mich zurück in die Hängematte legen und sagen, macht mal den Rest alleine. Aber nein, da geht eine ganze Menge mit hinein. Dazu komme ich in einer Sekunde noch ganz kurz. 162 Länder bearbeiten wir über ein Modell. Sollten Sie besonderes Interesse haben an Kleinstvolkswirtschaften, die wirklich
mini klein sind, die könnt ihr noch nicht mehr mit einer Lupe hier sehen. Zum Beispiel Andorra oder San Marino oder den Vatikanstaat. Auch hierfür machen wir Einschätzungen, allerdings außerhalb des Modells, einmal im Jahr für Sie. Das heißt wirklich, jeder Fleck dieser Karte wird irgendwann mal von uns eingeschätzt werden, ob er will oder nicht. Jetzt dazu, wie kommen wir überhaupt zu den Länderrisiken? Manche böse Zungen behaupten, wir würden mit Dartpfeilen auf eine Karte zielen und dann eine Münze werfen. So einfach ist es nicht und leider auch nicht so witzig. Wir haben ein gesamtes Modell dahinter und das sehen Sie jetzt ein bisschen grob abgezeichnet hier. Vielen Dank. Wir starten mit Unternehmensklima. Unternehmensklima bedeutet, das sind alles Daten und Erfahrungswerte, die wir speziell von unseren Kolleginnen und Kollegen vor Ort bekommen. Sie haben gesehen, wir sind in unglaublich vielen Ländern vertreten und die können uns natürlich auch besonders gut sagen, wie ist die institutionelle Umgebung, wie funktioniert zum Beispiel das Insolvenzrecht. Nehmen Sie an, Ihr Gläubiger wird insolvent. Welche rechtlichen Maßnahmen kann man da einführen? Wir denken da immer aus deutscher Perspektive, da ist das mal relativ stark geregelt und klar. Aber versuchen Sie das Ganze mal bitte im Kosovo oder auch im Sudan. Das wird deutlich schwieriger werden. Dann haben wir die Zahlungserfahrung. Ich denke, das ist für alle Anwesenden relativ klar. Das sind die Daten, die wir vom Risk Underwriting direkt aus unseren Daten bekommen. Dann haben wir makroökonomische Daten. Ich glaube, da haben die meisten dran gedacht, als wir jetzt drüber angefangen haben zu sprechen, nämlich klassische Daten, Bruttoinlandsprodukt, Inflation, Arbeitslosigkeit, you name it. Wir haben die Anfälligkeit des öffentlichen Sektors. Da kommen dann tatsächlich diese Ratings mit hinein. Also auch das machen wir allerdings eben nur als kleiner Baustein des Gesamten. Das Risiko der Auslandsverschuldung, also vor allem Währungsrisiken, die mit hier hineinkommen. Wie hoch ist die Verschuldung? So, als vierte Säule haben wir politische Risiken. Politische Risiken beinhaltet natürlich das Risiko von militärischen Konflikten, von terroristischen Anschlägen, alles, was Handel belastet. Aber auch, wie wahrscheinlich ist es denn, dass es in einem Land zu einer großen Bewegung kommt, wodurch natürlich auch Handel dann als erstes mal zurückgestellt wird. Wir erinnern uns vielleicht, der ein oder andere, an Chile. Dort gab es ja eigentlich eine Protestaktion, die damit gestartet hat, dass der Ticketpreis der Metro in Santiago de Chile angehoben worden ist und endet damit, dass jetzt eine neue Verfassung geschrieben wird. So schnell geht's. Und das ist für uns ebenfalls ein Faktor, der mit hineingeht. Bankenrisiken hätte man eigentlich noch vor einem Jahr gedacht, ist jetzt relativ gering, aber vielen Dank an die Banken in den USA und auch die Credit Suisse hier. Wir sehen wieder Solvenzrisiken und Liquiditätsrisiken, auch das geht mit hinein und natürlich ganz klar ebenfalls mit an Bord klimatische Risiken. Also zum einen die Anfälligkeit für klimatische Risiken. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel Niederlande. Wer es glaubt oder nicht, ein Großteil der Niederlande liegt mittlerweile unterhalb des Meeresspiegels. Aber dann gibt es noch den zweiten Faktor, nämlich welche Indikatoren gibt es, um diesem Klimawandel zu begegnen? In den Niederlanden gibt es große Dammanlagen und diese Dämme werden schon seit dem, ich meine, 18. Jahrhundert bereits durch einen Staatsfonds reinvestiert und finanziert, um das zu begleichen. All das zusammen wird gewichtet und ergibt eine Benotung. Und jetzt kommt's, Achtung, diese Benotung, diese Unterkategorien, die werden Sie ebenfalls in den Produkten von BI wiederfinden. Was noch mit hinzukommt, ist die menschliche Komponente, nämlich Volkswirte wie zum Beispiel ich, die darüber schauen und hier nochmal einen Twist mit hineinbringen können. Denn die Daten, die unser Modell erfasst, das sind alles Daten, die es bisher gibt in den statistischen Datenbanken. Wenn es aber natürlich eine politische Entscheidung gibt, die dazu führt, dass nachher sich Sachen ändern, zum Beispiel eine Brexit-Entscheidung. Eine Brexit-Entscheidung wird gefällt, man sieht sie vielleicht in den Finanzmarktdaten, bereits, aber ansonsten nirgendwo. Und dennoch sind dann Menschen wie ich da, die dann sagen können, ja, Moment mal, ist ja schön und gut, wenn jetzt noch alles gut ist, aber wir sehen ja am Horizont, dass es schwieriger wird. Da ändern wir dann die Benotung. Wir können also als Volkswirte hier immer noch einen Notch nach oben oder unten geben, um hier Sachen mit hineinzunehmen, die das Modell noch gar nicht erfassen kann. So, was bedeutet denn jetzt genau das Länderrisiko? Das sehen wir nochmal auf der nächsten Folie.
Da gibt es nämlich eine Definition der Benotung. Mir ist ganz klar, dass Sie am allerliebsten eine genaue Ausfallwahrscheinlichkeit mathematisch hier gerne hätten. Das Ganze bildet aber Probleme ab. Zum einen, habe ich schon mal gerade gesagt, das eine ist, was das Modell sagt, dann kommt die menschliche Komponente, die hier noch korrigieren kann, aufgrund der neuesten Informationen, die im Modell noch gar nicht enthalten sind. Wie würde man das ausdrücken in einer Ausfallwahrscheinlichkeit? Und dann ist auch immer die Frage, ja, können wir das Ganze denn testen mit den tatsächlichen Ausfallwahrscheinlichkeiten? Und da ist das riesige Manko. Denn wahrscheinlich erinnern Sie und ihr euch noch an die Situation während der Corona-Pandemie. Da hieß es ja dann auch, wenn wir diese Maßnahme haben, dann wird es zu so und so viel Toten kommen. Wenn wir die Maßnahme dann doch ändern, dann wird es zu weniger Toten kommen, und kontrollieren konnte man das nicht. Und das liegt einfach daran, sobald wir ein Risiko erhöhen, eine Risikostufe erhöhen, ist es natürlich so, dass weniger Leute dort ins Risiko gehen, also einen geringeren Ausfall erreichen. Jedes Mal, wenn wir eine Warnfahne wehen, dann ist es ja so, dass die Leute darauf reagieren und nicht sagen, ach ja, ist ja schön, dass die Christiane da winkt, aber wen interessiert es? Ich gehe ins Risiko, dann sehe ich natürlich die Ausfallwahrscheinlichkeit. Also andersrum gesagt, wenn alle Leute auf mich hören würden oder auf viele andere und daher vorsichtiger agieren in bestimmten Bereichen und ich natürlich recht haben sollte und das gesamte Team, dann kommen weniger Ausfälle zustande. Und das heißt, ja, dann kann man das gar nicht mehr kontrollieren, wie das tatsächlich gewesen wäre. Also viel wäre, hätte, können, muss ich ehrlicherweise zugeben. Daher haben wir eben hier eine weiche Formulierung für unsere Länderrisiken gemacht, damit Sie so ein bisschen Gefühl dafür bekommen. Wir machen aber nicht nur Länderrisiken, sondern auch Branchenrisiken. Die machen wir auf der nächsten Folie, bitte. Genau, die machen wir für 13 Branchen. Diese 13 Branchen sind so aufgeteilt, dass sie einfach für die meisten Länder dieser Welt funktionieren würden. Mir ist ganz klar, in Deutschland ist Chemie und Pharma sehr, sehr nah miteinander verbunden. Das ist aber nicht in allen Ländern der Fall. Und deswegen haben wir diese 13 Branchen identifiziert. IKT steht im Übrigen hier für Informations- und Kommunikationstechnologie, daher der Laptop. Die 13 Branchen haben wir ausgewählt, weil die hauptsächlich im Exportgeschäft dabei sind. Also es sind hier vor allem Branchen des verarbeitenden Gewerbes, weniger des Dienstleistungsbereiches, weil Dienstleistungen wenig versichert werden im Exportgeschäft. Das Ganze machen wir für 28 Länder weltweit, die ihr hier seht, aufgeteilt in Bund in den verschiedenen Regionen. Und diese 28 Länder spiegeln wiederum 83% des globalen Bruttoinlandsprodukts wider. Wir versuchen hier wirklich die wichtigsten Länder mit hineinzunehmen. Hängt natürlich auch mit davon ab, wie viel Daten wir überhaupt haben. Das muss man ja immer bedenken. Wir sehen hier, Afrika ist ziemlich grau, bis auf Südafrika. Das liegt auch einfach daran, dass wir kaum statistische Daten von anderen Ländern für Branchen bekommen. Und das macht es dann schwieriger. Ein Beispiel für die Branchenrisiken sehen wir auf der nächsten Folie. Da sehen wir das Beispiel Westeuropa und hier sieht man auch ganz schön, es gibt jetzt nicht mehr eine ganze Litanei von Risiken, sondern nur noch vier. Und das ist niedriges Risiko, mittleres, hohes und sehr hohes Risiko. Wir sehen hier in Westeuropa, wir haben sehr viel hohes Risiko. So, wie kommen wir jetzt zu der ganzen Sache zustande? Und das sehen wir jetzt auf dieser letzten Folie, wo ich auch nochmal versuche, ein bisschen das Modell zu erklären. Wir haben hier natürlich die COFAS-Erfahrungen aus Zahlungserfahrungen. Das sehen wir hier links, die Underwriter Assessments, also unsere Risikoanalysten, die ja immer wieder auch im Kontakt mit den Kunden stehen und hier noch Sachen mit hineinbringen können. Wir haben Finanzdaten, die mit hier hineingehen und weitere Kriterien, wie zum Beispiel die Preise von Rohstoffen etc., das Länderrisiko, was aber bei uns auch mit eingeht, es sind klassische makroökonomische Sachen, nämlich die Frühindikatoren, wie zum Beispiel in Deutschland ein IFO-Indikator für alles Mögliche. IFO veröffentlicht wirklich ein Klima für alles. Da gehen Auftragseingang, Industrieproduktion, Aktivitäten, Preise in den jeweiligen Bereichen mit hinein. Da geht die Kapazitätsauslastung mit hinein, die Insolvenzen in dem Bereich, also ein riesiger Wust an Daten, da kommt eine ganze Sache zusammen und das zusammengepackt ergibt dann das Branchenrisiko. Soweit von meiner Seite und jetzt geht's weiter, ich denke, mit dem Draht.
Bernd, bist du da? Wir hören dich noch nicht. Ich war stumm geschaltet und konnte mich nicht selbst stumm schalten. Also danke nochmal, Christiane, und hallo in die Runde von meiner Seite. Ich habe das Vergnügen, dass ich jetzt den TRA vorstelle. Und wenn du gleich mal auf die nächste Folie bitte machst, Fabian. Dankeschön. Christiane hat ja gerade eben gezeigt, Länderrisiko und Brancherisiko. Und wir haben dort gesehen, dass dort unglaublich viele Daten aggregiert und zusammengeflossen sind, um diese zwei Ratings zu bilden. Und wir machen jetzt nochmal einen Schritt weiter. Wir aggregieren weiter. Wir haben den TRA, und der TRA steht für Debtor Risk Assessment, gebildet als zentrale Bonitätsbewertung im Hause Coface. Und bevor ich genauer auf den TRA eingehe, möchte ich auch noch mal zeigen, was fließt alles in diese Bewertungsscore ein? Welche Daten verwenden wir? Wir verwenden einmal die beiden Branchen und die Sektorrisiken, die wir jetzt gerade eben gesehen haben, die fließen mit ein. Aber wir haben noch viele, viele andere weitere Informationen, die da reinkommen. Klassische Informationen aus Wirtschaftsauskünften fließen rein. Die Bilanzbewertung, also aus dem Bundesanzeiger. Wir haben Finanzinformationen, die wir bewerten. Wir analysieren auch B2C-Daten von der ersten Führungsebene und der Gesellschaft. Da liegen dort harte oder weiche Negativmerkmale vor. Auch die fließen in die Bewertung ein. Wir bekommen natürlich, das haben wir vorhin auch schon mal kurz gehört, Zahlungsinformationen der Versicherungsnehmer zu den versicherten Unternehmen. Das heißt, Zahlungsverzögerungen, Zahlungsausfälle oder sowas bekommen wir sehr, sehr früh mit, sehr, sehr früh übermittelt. Und was natürlich auch noch mit einfließt, das ist das Know-how unserer Rating-Analysten und unserer Kreditprüfer aus den anderen Bereichen, aus dem Inkasso, aus dem Factoring, aus dem WKV-Bereich. Und all diese Informationen bündeln wir zu einer einzigen Zahl, die beruht auf einem mathematisch-statistischen Verfahren. Und mithilfe dessen berechnen wir dann die Ausfallrisiko oder das Ausfallrisiko eines Unternehmens. Und wenn du jetzt nochmal eine Folie weitergehst, Fabian, dann sehen wir mal, wie der TRA aussieht. Der TRA beruft sich auf eine Skala von 1 bis 10. Die 1 bedeutet sehr, sehr hohes Risiko. Wir sprechen hier von einem Ausfallrisiko, einer Ausfallwahrscheinlichkeit von 25%. Auf der anderen Seite, die 10 ist eine praktisch 0% Ausfallwahrscheinlichkeit. Das heißt also, sehr, sehr sicher, dass dieses Unternehmen in den nächsten 12 Monaten auch tatsächlich in der Lage ist, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzugehen. Die Null ist jetzt hier nicht aufgeführt, aber ein TRA Null bedeutet, das Unternehmen ist bereits insolvent. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum sollte man den TRA nutzen als Unternehmen? Da gibt es verschiedene Antworten. Einmal gibt es eine Antwort für die Finanzabteilung. Die ist ganz klassisch, reduzieren damit ihr unternehmerisches Risiko, ja, weil sie auf erstklassigen Daten zurückgreifen können, auch Daten, die dem Markt generell so nicht zur Verfügung stehen, sondern da muss man eben im wahren Kreditfallsicherer sein, um überhaupt an diese Daten ranzukommen. Sie können mit dem TRA sehr, sehr schnell und auch objektiv in Kreditentscheidungen treffen. Sie müssen nicht mehr tiefer in eine Wirtschaftsauskunft einsteigen, sondern Sie bekommen mit einer einzigen Zahl eine Expertise und Expertenmeinung und können darauf auch Ihre Kreditentscheidungen und dann auch natürlich die Bestimmung und Festlegung von Kreditlimiten und Zahlungszielen sich berufen. Und es gibt dann auch, wenn es jetzt Debtor Risk Assessment heißt, natürlich auch für die Einkaufsseite valide Gründe, auf den TRA zurückzugreifen. Einmal können Sie damit Ihr Lieferantenportfolio viel besser überprüfen. Sie können auch sicher gehen, dass Sie, wenn Sie strategische Lieferanten haben, die Ihnen nicht von einem Tag auf den nächsten wegsterben und auf einmal Ihre Lieferkette stoppt, was natürlich dann zu hohen Ausfällen führen würde. Also auch da kann man oder sollte man auf den TRA zurückgreifen. Und der letzte Bereich, das ist dann eher praktischer Natur. Man kann schon viel, viel früher, bevor es überhaupt zu einer Geschäftsbeziehung kommt, die Vertriebseinheiten mit dem TRA arbeiten lassen, dass man vielleicht nur noch Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen aufbaut, die auch, ich sage jetzt mal, wirtschaftlich so gesund sind, dass es sich lohnt, mit denen in die Geschäftsbeziehung einzusteigen. Oder aber, dass Sie schon im Vorfeld wissen, okay, hier macht nur eine sichere Zahlart, also Vorauskasse oder Teilanzahlung oder ähnliches Sinn. Hier gehe ich gar nicht mit einer Rechnung ins Risiko.
Jetzt, bevor ich weitergebe an meinen Kollegen, noch ganz kurz ein Thema, was immer wieder mal gefragt wird. Kann ich den TRA beeinflussen und wie kann ich den TRA beeinflussen als Unternehmen? Ja, Sie können den TRA beeinflussen. Einmal, indem Sie eine gute Zahlungsmoral haben, das heißt, Ihre Rechnungen pünktlich zahlen. Zum anderen kann man aber den TRA auch beeinflussen, wenn Sie Quartalsberichte haben, die besser sind als die vorhergehenden, oder wenn Sie Ihren Jahresabschluss schon sehr frühzeitig an uns schicken, dann verändert sich natürlich auch der TRA in die eine oder andere Richtung und hoffentlich dann auch in die positive Richtung. Ansonsten gibt es natürlich jetzt keine subjektive Beeinflussungsmöglichkeit, sondern da sind wir objektiv. Wir managen damit unser eigenes Risiko und geben diese Informationen Ihnen noch weiter. Und deswegen sind das die Möglichkeiten, den TRA nochmal zu beeinflussen. Und ich würde jetzt an meinen Kollegen, den Max Frei, weitergeben, der Ihnen ein Live-Demo von Urba 360 zeigt und wie wir damit arbeiten können. Vielen Dank, Bernd, und hallo zusammen von meiner Seite. Genau, wir gehen heute nochmal in das System, in unsere neue Produktwelt, in die Produktwelt Urba 360, wo wir im Prinzip alles, was wir eben gerade gehört haben, bündeln, kompakt in eine Auskunft packen. Dafür teile ich meinen Bildschirm und nehme Sie mit in das System. Angefangen fängt Urba 360 mit unserer Search Engine an. Das heißt, Sie haben hier die Möglichkeit, Unternehmen zu suchen, egal in welchem Land, in jedem Land, wo wir als Kreditversicherer auftreten, auch da können wir Informationen bereitstellen. Das heißt, wir haben hier auf der einen Seite haben wir den Firmennamen, den wir eingeben können, und auf der anderen Seite können wir uns das Land raussuchen. Zusätzlich beispielsweise, wenn wir über die Müller GmbH in Deutschland sprechen, gibt es wahrscheinlich nicht nur eine GmbH. Deshalb können Sie auch hier nochmal den Ort und die Postleitzahl eingeben. Zusätzlich können Sie auch mit der ID, sprich mit der VAT-Nummer, mit der Mehrwertsteuernummer oder mit den Handelsregisternummern das jeweilige Unternehmen suchen. Nachdem Sie das Unternehmen gesucht haben, gelangen Sie auf Ihr Portfolio. Das heißt, aktuell habe ich in meinem Portfolio 13 Unternehmen in 6 unterschiedlichen Ländern und eins davon ist überwacht. Überwacht heißt, wenn sich in den nächsten 12 Monaten eine der Informationen ändert, dann bekommen Sie direkt Meldungen in das System oder per E-Mail. Wir gehen hier einmal auf den Firmennamen Skoda, das heißt ein Unternehmen in Tschechien, in der Tschechischen Republik. Wir sehen direkt auf der rechten Seite die allgemeinen Informationen über das Unternehmen, das heißt, was haben wir für eine Rechtsform, was haben wir für ein Registrierungsdatum. Wir haben unseren globalen Identifier, unsere EASY-Nummer, und auf der linken Seite haben wir unser Pizzaschaubild mit allen wichtigen Informationen, die wir als Kofas bereitstellen können. Ja, von den meisten Informationen haben wir jetzt auch schon durch meine Vorredner gehört. Das heißt, wir haben auf der einen Seite unseren Score, das heißt unseren hausinternen Score, unser DRA, mit dem wir unser Risiko steuern. Zusätzlich kriegt der Kunde von uns eine Kreditlimit-Empfehlung. Das heißt, wie weit würden wir als Kofas mit ins Feuer gehen? Wie weit würden wir sagen, würden wir das Unternehmen mit versichern? Wir sprechen auf der rechten Seite über die Finanzkennzahlen. Das heißt, wir verbinden hier auch die internen Informationen, die wir über das Unternehmen haben, mit den generischen Informationen, die öffentlich zugänglich sind. Das heißt, wir haben sensible, wichtige Informationen, die wir als Kreditversicherer haben, und auf der anderen Seite die Finanzkennzahlen. Und zusätzlich, wie Christiane auch erläutert und erklärt hat, haben wir noch die beiden Subscores, nämlich das Country Risk Assessment und das Sector Risk Assessment. Ist ein wichtiger Punkt, weil wir hier nicht nur das Einzelrisiko betrachten, sondern wirklich auch das makroökonomische Bild außenrum. Das heißt, auch hier machen wir Bewertungen, wir gucken uns die Regionen an, wir gucken uns die Länder an, wir gucken uns die Sektoren in den jeweiligen Ländern an. Und das sind eben auch wichtige Indikationen, die wir als Kreditversicherer brauchen.
und zum anderen auch unseren Informationskunden zur Verfügung stellen können. Ein ganz wichtiger Punkt ist hier noch zusätzlich, dass der Kunde den DRA bekommt. Zusätzlich bekommt er aber auch die DRA-Historie, das heißt den Entwicklungsverlauf. Das heißt, wo kommt das Unternehmen her und wie sieht das Unternehmen vielleicht in den nächsten 12 Monaten aus? Na, dann schauen wir uns noch die Branche an und das Land und dann kann man in etwa abwägen, wie sich das Unternehmen entwickeln wird und wie die Ausfallwahrscheinlichkeit in den nächsten 12 Monaten aussehen wird. Das heißt, mit Urba 360 haben wir die generischen Informationen mit den Premium-Daten kombiniert, die wir jetzt nun unserem Kunden zur Verfügung stellen können mit wirklich allen Informationen, mit dem 360-Grad-Blick, die wir bereitstellen können, die zur Verfügung stehen. Das ist die eine Seite. Das heißt, wir betrachten das Einzelrisiko. Und auf der anderen Seite haben wir noch die Möglichkeit, beziehungsweise unsere Kunden haben die Möglichkeit, mit einem größeren Blick auf das gesamte Portfolio zu blicken. Mit einem sogenannten Portfolio-Management-System. Und das Portfolio-Management-System heißt bei der Kofas Portfolio Insights. Ja, das heißt, wir schauen uns nicht die Einzelrisiken an, sondern wir schauen uns das komplette Portfolio des Kunden an. Zusätzlich hat der Kunde auch immer die Möglichkeit, uns die Außenstände mitzugeben, die wir dann eben auch mit hochladen können. Und zusätzlich haben wir dann einen gewichteten DRA auf das gesamte Portfolio des Kunden oder des Unternehmens. Wir haben auf der rechten unteren Seite, sehen wir auch nochmal eine Länderaufteilung. Das heißt, wo fallen meine Risiken, in welchem Land fallen meine Risiken an. Wenn wir hier auf den Company-Fokus gehen, dann sehen wir auch die Risiken, die in dem Portfolio mit drin sind. Und wir sehen auch unseren DRA und wir sehen auch unsere Subscores, den Country Risk Assessment und den Sector Risk Assessment. Das heißt, wir haben eine ähnliche Informationsqualität wie bei Urba 360, nur dass wir eben auf das komplette Portfolio schauen. Zusätzlich geben wir unserem Kunden den Holding-Namen und den Holding-DRA mit an die Hand. Das heißt, auf der einen Seite schauen wir uns das Einzelrisiko an, was angefragt wurde, und auf der anderen Seite bekommt der Kunde die Information darüber, welcher Holding im Hintergrund läuft und welchen DRA die Holding hat. Auch hier können wir nochmal näher in das ganze Unternehmen reingehen, indem wir auf den Company-Focus klicken. Und auch hier sehen wir nochmal unseren DRA, wir sehen unseren Holding-DRA, wir sehen das Länderrisiko, wir sehen das Sektorrisiko. Zusätzlich sehen wir auch noch die DRA-Historie. Das waren die beiden Informationstools von unserer Seite. Und ich hoffe, es hat gefallen. Vielen Dank an die Referenten. Ich bitte auch gerne alle Kollegen aus dem BI-Team direkt jetzt in die Runde dazu, denn wir haben ein paar Fragen bekommen zu unserem Informationsangebot und gehen die jetzt einfach mal gemeinsam durch. Die erste Frage, die wir gestellt bekommen haben, ist die, ob der DRA auch erstmal unverbindlich getestet werden kann oder ob man direkt einen Vertrag abschließen muss. Dazu kann ich gerne was sagen. Du kannst sonst gerne ergänzen. Also wir haben in beide Bereiche, in beide Richtungen, zur Einzelfallprüfung von Risiken oder in Richtung Portfolio-Risikoprüfung, haben wir Szenarien aufgebaut, wo sie uns sozusagen auch mal kennenlernen können, wo sie uns auch mal testen können. Und das Ganze können wir auch sozusagen kostenfrei machen. In beiden Szenarien würde ich ein Szenario hervorheben, nämlich die Portfolio-Risikobewertung.
weil das ist mit das Spannendste überhaupt. Also wenn Sie sich vorstellen können, dass Sie uns Datensätze übergeben, es sollte eine repräsentative Menge sein. Es sollten nicht zwei Datensätze sein, es sollten je nachdem zu Ihrem Portfolio passend 10% Ihres Gesamtportfolios. Sie können uns auch Ihr Gesamtportfolio geben. Wir sind da sehr flexibel und kundenorientiert. Und dieses Portfolio würden wir easyfizieren lassen mit unserer Easy-Nummer, verzieren, matchen lassen. Wir würden unsere Risikoindikatoren anreichern und wir würden dann das Ganze uploaden in das Portfolio Insights Tool und dann mit Ihnen ein gemeinsames Meeting machen, um die Risikostruktur Ihres Portfolios zu besprechen. Das ist erfahrungsgemäß der größte Value, den wir sozusagen Interessenten bieten können. Und das können wir gerne machen, können Sie uns im Nachgang ansprechen und wir stimmen dann das Prozedere ab. Super, danke für die Antwort. Sprich, antesten ist auf jeden Fall machbar. Und alle Kollegen, die Sie hier im Bild sind, sind gerne bereit, Termine mit Ihnen zu vereinbaren, um das zu tun. Dann haben wir die nächste Frage, die da heißt, wie sieht denn die praktische Seite für die Abrufe von Auskünften aus? Handelt es sich um einen Online-Zugang und wie hoch sind denn die Kosten? Ja. Also was wir vorhin live gesehen haben, war Ober 360. Das ist unsere Online-Plattform, wo Sie, wie Max das gezeigt hat, nach Name, Land suchen können und dann eben halt das Produkt downloaden können. Das ist natürlich der Vorteil von diesem Produkt. Es ist nicht zu integrieren, es ist super schnell freizuschalten. Die Großkunden, unsere Großkunden denken natürlich integrativ, weil die natürlich keine Zeit haben, eine externe Webseite zu besuchen, um sich da einzuloggen und dann irgendwas zu suchen. Das heißt, die interessieren sich natürlich für unsere API-Lösung, unsere Integration in ihr ERP-System. Da haben wir unsere Hausaufgaben gemacht, können wir sie gerne mit den Informationen ausstatten. Und was die Preise betrifft, da haben wir natürlich unterschiedliche Preislisten, aber wir haben ein Produktportfolio. Das Produktportfolio ist natürlich, wenn wir mal unten anfangen, ist es natürlich, und das ist auch eines der Brot- und Butterprodukte, die wir haben, ist der DRA-Monitoring. Ja? Dann haben wir natürlich, was wir auch gesehen haben, die Kreditentscheidung, das Kreditlimit, Advanced Opinion, ist das zweit am meisten häufigst genutzte Produkt unserer Kunden. Dann sehen wir natürlich das vollwertigste Produkt, Ober 360 ist unser Vollbericht. Jedes Produkt, können Sie sich vorstellen, hat unterschiedliche Preise. Ich will mal skizzieren zu dem DRA, was sozusagen mit das am meisten gewählte Produkt ist, DRA Monitoring, um die Kunden zu monitoren. Wichtige Information, wir sind in der Lage, global einen Preis für einen DRA Monitoring für 12 Monate sozusagen zu fixieren. Das ist ein großer Vorteil gegenüber den extrem unübersichtlichen Preislisten anderer Anbieter. Wir können dort einen Preis global sozusagen fixieren. Dann gilt, Menge bedingt den Preis. Große Menge, günstigerer Preis, kleine Menge, höherer Preis. Um Ihnen einfach mal vielleicht einen Bezug zu geben. DRA Monitoring, inklusive Monitoring 12 Monate, kleinere Menge. Also die Preise bewegen sich dort zwischen Großkunde, irgendwo 20 Euro per Anno und kleinere Kunden 30 bis 40 Euro per Anno in einer Bandbreite. Wo Sie da genau reinstechen oder reinpassen, müssten wir individuell mit Ihnen besprechen. Danke auch dafür. Dann haben wir eine Frage, ob auch personenbezogene Daten erhoben und ebenfalls verarbeitet werden. Ja, würde ich auch gleich was zu sagen, weil es ist ein aktuelles Thema. Also wir haben ja grundsätzlich keine Geschäftsbereiche, die in Richtung B2C-Daten fußen. Aber es gibt Berührungspunkte zu dem Thema B2C-Daten. Consumer-Daten, Datenverarbeitung über Privatpersonen. Und der klassische Berührungspunkt, das sind im Kern zwei Punkte. Der erste Punkt ist natürlich, wenn wir uns eine Kreditmeinung, eine Risikoeinschätzung bilden zu einem handelsregisterlich nicht registrierten Unternehmen, zum Beispiel in Deutschland, dann ist Unternehmen und Privatpersonen schon wieder sehr, sehr nah beieinander. Da geht es schon wieder los, dass wir Vornamen speichern, Nachnamen speichern, Anschriften speichern. Die Anschrift kann auch, je nach Geschäftsmodell der Person, kann auch die Unternehmensanschrift sein. Das ist ein Berührungspunkt, ist aber aus Datenschutzperspektive unkritisch, weil das sind noch generische Daten, die noch nicht extrem schützenswert sind. Und der zweite Berührungspunkt ist, bei den juristischen Personen speichern wir natürlich auch das Management ab. Vorname des
des Geschäftsführers, Nachname. Manchmal haben wir auch das Geburtsdatum, was uns vom Handelsregister zurückgespielt wird und die Anschrift. Geburtsdatum ist dann zum Beispiel schützenswürdig. Das heißt, diese Daten sind zwar öffentlich einsehbar, aber wir haben durchaus in der Praxis, dass sich Unternehmen melden bei uns und die bitten dann darum, dass wir nicht den Geschäftsführernamen löschen. Das geht nicht, weil den müssen wir benennen. Der ist öffentlich auch wichtig für die Interessenten, sondern dass wir dann das Geburtsdatum löschen. Aber das sind so die Berührungspunkte, die wir haben. Aber generell haben wir ja mit der Consumer-Datenwelt eigentlich nichts zu tun. Danke auch für die Infos. Dann eine weitere Frage. Der eben gezeigte Ausschnitt, also wir sprechen über IRBA, zeigt, inwieweit Bewertungen aus einer Wirtschaftsauskunft kann man ansonsten zum Beispiel auch handelnde Personen und teils Bilanz- und GUV-Daten entnehmen. Ist das in Ihren Auskünften auch zu entnehmen? Ja. Ja. Magst du gerne was sagen? Ja, also auf der einen Seite bekommt der Kunde die fünf wichtigsten Kennzahlen in die Homepage rein, aber auf der anderen Seite kann er auch die klassische Vollauskunft inklusive Managementinformationen, inklusive Shareholder, inklusive Mitarbeiteranzahl, inklusive Former Company Details, also alles, was wir in irgendeiner Form generisch über das Unternehmen wissen, kann der Kunde auch kostenfrei zusätzlich noch als PDF runterladen. Okay, und vielleicht nochmal kurz ergänzend, Annette, gerade im Hinblick auf das Thema Bilanzen. Also wir werden immer, Deutschland ist da ziemlich konditioniert drauf, immer zu fragen nach Bilanzen. Und diese Frage trifft uns immer zweigleisig. Wir verweisen natürlich immer auf den öffentlich-rechtlich veröffentlichten Part sozusagen beim Bundesanzeiger. Der andere Planet, den wir haben, wo die ganzen unveröffentlichten Bilanzen, die uns auch vertraulich übergeben werden, die frischesten BWAs, die uns aber auch vertraulich und unter der Maßgabe, dass wir sie nicht veröffentlichen dürfen, übergeben werden. Dieser ganze Datenplanet, das ist ja der spannendste Datenplanet, den können wir nicht einfach mit Ihnen teilen, wie gesagt, aber der Planet, diese Daten, die wir auf diesem Planeten sammeln oder auch haben, reflektieren sich oben in dem Score, in dem DRA wieder. Das heißt, wenn man dichter an das Risiko ran will oder eigentlich gerne an diesen Planeten mit den unveröffentlichten Daten ran will, muss man sich wiederum auf den DRA fokussieren, weil der reflektiert alles. Danke auch da nochmal für die Klarstellung und das Thema Bilanzdaten und wie aussagekräftig die in diesen Zeiten überhaupt noch sind, wo sich alle Risiken derartig schnell verändern. Da hatten wir auch schon Veranstaltungen dazu. Da kann man bestimmt auch im individuellen Gespräch mit euch noch mal mehr dazu erfahren. Wir haben weitere Fragen. Ich würde jetzt mal zwei, drei auch noch reinnehmen an die Teilnehmenden, die sich schon rausschalten müssen. Kein Problem, wir zeichnen alles auf und stellen Ihnen die Aufzeichnungen ebenso wie die Präsentationsfolien im Laufe der kommenden Woche nochmal zur Verfügung. Und wir machen aber noch weiter, weil das Interesse wirklich groß ist an den Produkten. Kann man als Unternehmer bei Ihnen auch eine Eigenauskunft erhalten und ein Ratinggespräch führen? Und gibt es Infos, wie die Kennzahlen in unserem Rating berücksichtigt werden? Wäre eine weitere Frage. Also wir sind natürlich verpflichtet, gibt es einen richtigen Prozess für, wir müssen angeschrieben werden und derjenige muss sozusagen sich legitimieren, dass er sozusagen der Inhaber, der Geschäftsführer oder ein Prokurist eines Unternehmens ist, wo er gerne die Eigenauskunft einfordert. Dem kommen wir dann natürlich nach. Bernd hat es vorhin schon sehr gut erwähnt, inwieweit man Einflussmöglichkeiten hat, den DRA positiv zu beeinflussen, eben halt durch die Reingabe von frischen Daten. Dass wir den DRA auflegen, aufdecken, wie er ganz genau funktioniert, was die Stellschrauben sind, soweit geht es nicht, weil ich will Ihnen ein Beispiel geben. Eines der wichtigsten Assets, die wir haben, sind ja unsere Underwriter. Die Underwriter, die dann durchaus sich die Scores, die wir ihnen zur Verfügung stellen, anschauen, die Gesamtdatenlage sich anschauen und dann aber meinen, nein, dieser DRA 7, der vielleicht vorgeschlagen wird,
passt Ihnen nicht und Sie sagen, das ist ein DRA 5. Ich schätze das Risiko als DRA 5 ein und das Limit sehe ich nicht bei 1 Million, ich sehe es bei 500.000. Ja, das sind ja genau die Fälle, die nachher unsere Trendschärfe bringen, wo wir rückblickend feststellen, das war die richtige Entscheidung. Ja, und das ist sozusagen Mensch, das ist Human Factor, der lässt sich nicht scoren. Ja, das heißt, wir haben generische Daten drin, wir haben unsere Expertise drin und wir haben Gott sei Dank den Human Factor. Und das ist auch einer der Hauptunterschiede zu den normalen Auskunfteien. Da ist kein Human Factor mehr drin. Ja, da ist Maschine, Sit and Wait, Scorecard. Ja, also ja und nein, aber wir können nicht 100% auflegen, rein technisch nicht, weil der Mensch da noch drin ist, wie jetzt hier alles funktioniert. Stichwort Human Factor. Wir haben auch eine Frage bekommen, inwieweit diese Daten auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz angereichert werden. Arbeiten wir mit AI, KI, KI oder nicht? Also nein. Also wir arbeiten noch mit echter Human Intelligence. Ja. Es ist natürlich ein Thema. Man muss sich das wirklich angucken, was ist da möglich, was ist da machbar. Aber bevor wir stehen im Feuer mit 700 Milliarden, bevor wir den Human Factor rausnehmen und den ersetzen mit einer KI, also das kann vielleicht mal passieren, wir gucken uns das ganz, ganz genau an, aber da muss die KI dann wirklich, wirklich eindeutig den Human Factor schlagen. Ob das mal so sein wird, würde ich wahrscheinlich mal mutmaßen, irgendwann ja, aber aktuell ist es nicht absehbar, dass wir auf die Idee kommen, dass wir unsere über 400 Underwriter weltweit durch ein KI-Modell ersetzen, ist aktuell nicht absehbar. Danke auch dafür die Klarstellung. Und nun eine sehr schöne Frage. Wir im Vergleich zum Wettbewerb, also Euler, Kreditreform und so weiter und so fort, die bieten ja vergleichbare Tools an. Wo ist der spezifische Kofas-Mehrwert? Ja, muss ich, sorry Kollegen, aber muss ich gleich den Ball aufnehmen. Also ein globaler Warenkreditversicherer wie unsere Wettbewerber, da wissen wir alle, was die für Daten haben, in der gleichen Liga wie Kofas. Ja? Warenkreditversicherer haben ganz andere Datenschätze als generische Auskunfteien. Wir kennen die Auskunfteien sehr gut. Ich will Ihnen ganz kurz mal einen Bogen schlagen. Wir selbst sind generische Auskunftei in Osteuropa. Wir sind genau auf dem Level wie die genannten Namen, Kreditreform oder andere Auskunftsdaten, DOB. Wir produzieren generische Informationen in Osteuropa, aber wir kommen nicht auf die Idee, mit diesen generischen Informationen unser Exposure zu managen. Weil wie funktionieren generische Auskunftsdaten? Die haben eine Scorecard und diese Scorecard ist gut gemacht, ist aber eine Sit-and-Wait-Scorecard. Die sitzt dort und wartet und wenn dann die Bilanz reinkommt von aktuell 2021, kann sich ein Score verändern. Das ist aber Lichtjahre zu weit weg von der aktuellen Risikosituation. So können wir nicht arbeiten. Das heißt, wir nehmen uns vielleicht noch diese Informationen in einer generischen Auskunft teil, ja, sind aber knapp über dem Level nice to have or good to know. Und dann kommt unsere Expertise. Woher kennen wir das Unternehmen? Wie waren die letzten Geschäfte? Was sagen die Zahlungserfahrungen? Was sagt das Land? Was sagt die Industrie? Welche Insider-Informationen haben wir? Was sagt der Underwriter? Und dann kommen wir wieder zu einer Entscheidung und die ist in der Güte, muss sie rein technisch ganz anders in der Güte sein als eine generische Auskunftei, die nur eine Sit-and-Wait-Scorecard hat. Vielen Dank dafür. Wir sind jetzt 5 Minuten schon im Überlauf, von daher würde ich die Fragerunde an dieser Stelle beenden. Wir haben noch 2, 3 Fragen, die wir bislang noch nicht beantworten konnten. Da verspreche ich, wir sehen, wer die Fragen gestellt hat, dass die Kollegen sich melden und die dann individuell beantworten, so schnell wie möglich. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir gehen jetzt auf den Folien gerne nochmal weiter, denn wir haben noch ein paar Hinweise für Sie, die vielleicht auch ganz interessant sind. Da übergebe ich nochmal an Bernd. Genau, und ich sehe schon, ich muss mich beeilen. Wir gehen stramm auf die 11 Uhr zu und die Leute müssen vermutlich ins nächste Meeting. Ja. Ich möchte aber nicht unerwähnt lassen, dass wir natürlich für Interessenten auch eine Sommeraktion haben. Also wer jetzt das Thema spannend fand und sagt, hey, ich möchte das mal ausprobieren, ich will mit Urba mein Portfolio managen. Es gibt jetzt nochmal einen 20% extra Rabatt bis zum 31.08. für Neukunden. Das heißt also jeder, der da Interesse hat, melden und dann A, gibt es nochmal eine Präsentation und B, gibt es dann auch den Sommerrabatt.
Genau, wir haben gleich auch nochmal einen Hinweis dann innerhalb des Systems. Da können Sie direkt klicken, sagen, ja, ich möchte gerne da mehr erfahren und einen Termin vereinbaren. Ansonsten melden Sie sich gerne auch per E-Mail im Nachgang der Veranstaltung. Da ist die Kurzumfrage. Also wer direkt kurz entschlossen ist und auch das Angebot nutzen möchte, der klickt bitte auf Ja, andernfalls auf Nein oder Sie klicken gar nicht, wenn Sie noch unentschieden sind. Und dann gehen wir nochmal eine Folie weiter gleich, denn wir haben ja, beziehungsweise Christiane, auch eine laufende Umfrage, eine große Umfrage, die jährliche Zahlungserfahrungsstudie. Die braucht auch unbedingt Ihre Mithilfe. Da fragt Christiane ab, wie denn das tatsächliche Zahlungsverhalten bei Ihnen im Unternehmen ist. Machen Sie gute, machen Sie schlechte Erfahrungen? Und die Befragung läuft noch bis in den August. Sie bekommen auch im Nachgang dieser Veranstaltung nochmal die Möglichkeit, an dieser Befragung teilzunehmen. Machen Sie da bitte mit, denn je mehr Unternehmen Ihr Feedback geben, desto aussagekräftiger ist dann auch die Zahlungserfahrungsstudie 2023, die im Übrigen die größte dieser Art ist, die es am deutschen Markt gibt. So, ich glaube, die Kurzumfrage können wir ausblenden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer. Wir machen mit den Kofas Live Sessions, machen wir Pause über den Sommer und melden uns dann im September mit Christiane zurück mit den Ergebnissen der Zahlungserfahrungsstudie 2023. Ich sage außerdem herzlichen Dank an alle Referenten und die Referentin und ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und hoffe, wir sehen uns im September wieder. Danke fürs Teilnehmen. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Guten Sommer. Tschüss.